Was ist denn gar los? Das hätte shiny sein können. Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg zu meinem ersten X-Raid heute. Der erste von 4. Und auch schon fast ein paar Quests gemacht. Aber ich achte da gar nicht drauf, welche Quest. Das ist einfach 20 Pokémon fangen für extra Staub. Ich habe gerne unten in die Kommentare, ob ihr da extra drauf geachtet habt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand extra drauf achtet und nur ein bestimmtes Pokémon macht, also eine bestimmte Quest für die Stimme. Auf jeden Fall, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie euer X-Raid so war. Das Parkstadt Schwabing ist eigentlich richtig chillig hier. Das ist so ein Streifen, ein Parkstreifen, mitten im so Firmengeländen. Wetter ist auch ziemlich gut, also wird ein chilliger Tag. Und diese Arena, also das Gebiet habe ich schon auf Gold, abgesehen von dieser X-Raid Arena hier. Mit dem X-Raid wird sie aber nicht ganz Gold, leider. So, erste X-Raid, Leute. Eine kleine, nette Community hier. Ich denke, das sind alles hier Leute, die hier immer arbeiten und in der Mittagspause oder so. Einfach, wenn sie einen Raid sehen, schnell runtergehen und einen Raid machen. So habe ich es früher gemacht. Raucherpause, aka Raidpause. Aber so hat es eigentlich jeder bei uns gemacht. Ich will jetzt hier niemanden verpetzen. Aber jeder Büroarbeiter, da wo ich Vollzeit gearbeitet habe, wenn Raid zustande gekommen ist, kurz schnell rausgegangen. Oder auch sogar Telefonmeetings währenddessen gemacht, also geradet und Telefonmeetings gehabt. Da waren schon ein paar Klasse mit dabei. So, schauen wir mal. Unser erster für heute. Und jetzt können wir chillen bis 15 Uhr, haben wir Zeit. Machen ein paar Quests, dies, das. Dann haben wir 15 Uhr noch einen, dann gehen wir kurz heim. Pause, glaube ich, oder zocken durch und dann 37, vielleicht 81 war gut, glaube ich. Dann haben wir um 17.30 Uhr wieder einen, um 18 Uhr und dann wieder heim, essen, chillen und dann mich mit ein paar Freunden treffen für einen Zockerabend. Zweiter X-Raid, wir sind schon mitten dabei, fast schon am Ende, 20 Leute, mehrere Lobbys. Schwabing Victoria geht immer ab, falls ihr zufällig in der Nähe seid und X-Raid hier seht, also ein Raid, gönnt euch. Und auch einen Kollegen getroffen, mit dem sind wir Glücksfreunde, Lucky Tausch Incoming. Oh, was war das, 40er Bereich? 40er Bereich ist nicht saftig. Ja, 48, dreh die Zahlen um, 84, schade. Wir haben einen sehr, sehr besonderen Tausch. Dank dem Kollegen etwas, den habe ich selber mal hergegeben. Und Karma kommt zurück und er kommt zu mir zurück. Eins der etwas selteneren Shinies. Aber der Kollege ist nicht so shiny interessiert. Das freut uns natürlich. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, da. Wir wünschen ihm ein 3104. So. Tschüss. Hey, wie? Was? Auf Wiedersehen. Und 160 war es, glaube ich, bei uns. Nee, kann nicht sein. Oh ja. Aber hey, immerhin. Yo, ich bin wieder da nach einer kurzen Unterbrechung, vielleicht sogar einer Werbeunterbrechung. Ich bin ein bisschen spät dran, in 5 Minuten startet der X-Raid. Hab mich ein wenig verspätet, aber sollte machbar sein. Das wäre dann Nummer 3, direkt im Anschluss, also 17.30 ist der, 18 Uhr ist der nächste und dann war's das. Dann heim erstmal was essen und dann gehen wir nochmal raus. So, schnell fertig gemacht und direkt in die Tram zum nächsten, was ist das? 36. Nur Nieten und der ist nicht mehr so lange da. Nächste Einladung, also nächste X-Raid bereits am Montag in 2 Tagen. Sehr komisch. Irgendein Fehler bestimmt wieder vom Praktikanten. Möglicherweise, weil irgendwas Neues hinzugefügt wurde bezüglich den X-Raids. Wieso sonst sollte irgendwie ein Fehler auftauchen? Bin gespannt. Vielleicht ist das dann auch schon bereits der erste. Also der neue. Letzte Raid für heute. Wetter ist ja schlecht geworden, geh mal heim. Bisschen Battlegrounds zappen. Alter, ich bin endsüchtig danach. Und? Oh Gott, der schlechteste. 4 Raids heute.
Alles nur gegen Gigas. Enttäuschend. Yo, was geht, Leute? Gestern war ein langer Tag und eine kurze Nacht. Es ist der nächste Morgen und ich mache mich bereit für den Quest Day. 374 wollen wir mal sehen. Das ist 100er Pico Chiller. Ausbeute gestern war schlecht. Und das Überraschende ist, es kam wieder Einladung, denn jetzt morgen, also Montag, sind neue X-Rates. Und immer zwei Tage vor dem nächsten X-Rate kommt die Einladung. Das ist Samstag, obwohl Samstag X-Rates waren, also gestern, kommen wieder Einladungen. Und diesmal war es so, dass man auch Einladungen bekommen hat für Arenen, für Raids, die man gemacht hat vor dem X-Rate, also was eigentlich nicht zählt. Und richtig komisch auf jeden Fall. Morgen ist wieder X-Rates und dann in einer Woche nochmal X-Rates, also sehr, sehr komisch. Und es wurde immer noch ein Service angekündigt, also es ist immer noch Regigigas. Obwohl der eigentlich seit fast zwei Wochen, irgendwie sowas, schon längst nicht mehr hätte drin sein sollen. Und bis zum nächsten Regigigas, also dem, der momentan der letzte ist, der übernächsten Montag ist, das ist dann ein Monat. Ein Monat zu lange Regigigas schon, dann bis dahin. Keine Ahnung, was da los ist, naja, egal. Darüber machen wir uns irgendwann mal Gedanken. Euch viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg beim Quest Day. Und schreibt gerne unten in die Kommentare, wie eure X-Rays gestern so waren und die Abstimmung. Habt ihr gezielt irgendwas gejagt und dann abgestimmt oder habt ihr einfach die Quest gemacht und Staub gemacht? Ich habe jetzt gar nicht so viel gemacht, aber ein bisschen Staub extra kann nicht schaden. Ich habe gar nicht mitgezählt, was ich am meisten gewählt habe. Aber wir wissen, das hat keinen Einfluss. Egal, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.